Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Renis Bastelkau-Oase. Wir sind bei der 12. Challenge. Da hatte sich die Anke ja die Kreisstanze gewünscht, also die etwas neueren vom Action. Ich bin gerade noch so ein bisschen am Überlegen, wie ich das am dümmsten hinkriege, was ich mir so im Kopf. Also ich hatte was anderes im Kopf, das werde ich aber wahrscheinlich nicht machen. Ich will heute diese Miuri-Fold-Karte machen. Und es soll sich alles so pastellig, rosa, hellblau, maritim unter Wasser abspielen. Ich weiß aber noch nicht genau, wie das Endergebnis aussehen wird. Manchmal habe ich ja so eine. Achso, ich halte euch die Punkte nochmal rein. Manchmal habe ich ja direkt so einen Plan vor Augen. Manchmal aber auch nicht. Zum einen habe ich diesmal die Ohuhu-Marker genommen zum Kolorieren. Ich habe mir jetzt so einen neuen Color Chart gemacht. Da hatte ich ja welche von der lieben Marilyn abgekauft. Ich muss sagen, ich bin verliebt. Ups. Ich bin wirklich verliebt in diese Marker. Ich kann es jetzt nicht anders sagen. Also die alle habe ich jetzt gerade benutzt für meine Axolotl, die ich hier schon mal koloriert habe. Ach, eins nach dem anderen. Das ist voll das Chaos-Video gerade schon wieder. Ja, also das ist ein Digi-Stamp. Den habe ich im Etsy-Shop gekauft. Und zwar, ich weiß jetzt leider nicht, wie man ihn ausspricht. Draw Limon oder Draw Limon. Das, ich will es nicht falsch sagen. Ich werde den Shop aber einfach mal unten verlinken. Wenn ihr da Interesse habt, mal zu stöbern. Also ich habe keine Kooperation, nichts gesponsert, gar nichts. Es war einfach nur, ich habe mich mega drüber gefreut, über diese süßen Stempel. Ich wollte ja dieses eine Axolotl-Stempelset von, ich glaube, Stem Corner war es, wollte ich gerne haben, aber das war leider ausverkauft und es kommt auch irgendwie nicht mehr rein. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dann so ein Set zu finden. Und vor allen Dingen Kaffeetasse. Also Kaffee kriegen wir heute auch weg, auch wenn es nicht im herkömmlichen Sinne ist. So, für die Karte. Ich habe die eine eben schon mal vorgeknickt, weil das sehr starker Karton ist und ich nicht wusste, ob das bricht. Und ich weiß auch immer noch nicht, welche Farbe, weil ich hätte eigentlich gerne lieber das hellere Blau, aber das habe ich nur in so einer dicken Stärke. Deswegen machen wir es jetzt an dem Stück, zeige ich es nochmal, wie es funktioniert. Ihr habt ein Stück Cardstock 29,7 mal 14,8. Ihr macht euch eine Markierung bei 9,9 und 19,8 und zieht euch da. Eine Falzlinie. So, dann müsst ihr noch mal kurz was markieren. Und zwar einmal von oben nach unten bei 5 und dann von unten nach oben an der zweiten bei 5. So. Ich suche, ich bräuchte. Wir machen das jetzt mal auf dem hier, weil ich könnte mir vorstellen, dass es darauf ganz gut funktioniert. Das ist ja so ein bisschen weicher. Wir müssen nämlich das kürzere Lineal. Wir müssen nämlich von hier bis zur Linie einmal vorsichtig eine Falzmarkierung machen, dann von da bis zur Ecke und dasselbe dann noch mal hier unten, auch von der ersten bis zur zweiten. Ach ja, was soll ich sagen? Mein Hund schnarcht schon wieder. Ich habe übrigens immer noch, ich wollte eigentlich eine Umfrage machen, wie ich meinen Halsfrosch nenne. Ich habe es aber leider noch nicht geschafft. Ein paar ganz coole Vorschläge waren schon dabei. Wenn ihr noch mehr habt,
bevor ich meine Umfrage starte. Her damit. So. Ja, und das war's eigentlich schon. Also ihr habt hier quasi dieses Dreieck und hier. Und dann wird gefalzt. Wir falzen das einmal so. Dass man dann, ne, so eine Karte haben. Und dann müssen wir sehen, dass das erste nach hinten geht. Vorsichtig. Oh, ich glaube, der hat es gar nicht so richtig schön. Gar nicht so richtig schön. Ich war ein bisschen zu zaghaft. Ich habe dem Papier nichts zugetraut. So. Das hier nach hinten. Irgendwann legt sich's von alleine. Dann falten wir es nur noch nach. Es ist halt mit so extrem harten Karton. Also das nach hinten, das kommt nach vorne. Mit so extrem hartem Karton ist das halt ein bisschen schwierig. Aber ich habe in der Farbe leider nichts anderes. So. Deswegen springt es dann nämlich auch so auf. Das muss man dann gut nachfalten. Und dann habt ihr eure Miura-Fold-Karte. Es gibt noch eine andere Variante, die habe ich auch schon gebastelt. Habe ich jetzt natürlich nicht vorbereitet, um zu zeigen. Aber es war ja nur Miuri verlangt. Von daher, ich mache jetzt sowieso mit dem helleren weiter. Ich fürchte, da müssen wir dann auch noch eine Banderole zumachen. So. Einmal durcheinander. So. So geht sie auf. Ja, und jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen was vorbereiten. Also hier ausschneiden, dann. Weiß ich noch nicht. Ich hatte mir überlegt, eine Schüttelkarte zu machen. Ich weiß noch nicht, wie es wird. Ich werde jetzt erstmal Papier schneiden. Ich hatte ja von der lieben Sandra von Keine Kleinigkeiten. Das wird hier fast schon Werbecharakter. Aber ne? Von dem Papier. Es wäre schön gewesen, wenn ein etwas helleres Blau noch drin gewesen wäre. Aber ich denke, ich werde mit dem hier arbeiten. Das finde ich eigentlich ganz gut. Es passt halt auch zu hellblau und hellrosa so ein bisschen dazu. Im weitesten Sinne, ich muss mal schauen. Also ich werde mich jetzt mal kurz hinter der Kamera damit befassen. Vielleicht finde ich auch noch ein anderes Papier. Ja, ich muss mal gucken. Wenn ich soweit alles vorbereitet habe, sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe ein paar. Ich hatte eine tolle Idee, aber wie man sieht, die war nicht ganz so erfolgreich. Ich habe mir jetzt erstmal das Teil ausgestanzt, habe mir das dann auf Vellum gelegt aus dem einen von den neuen Actionblöcken und habe mir den Umriss abgefahren, habe das ausgeschnitten. Und habe das zusammengeklebt. Dann habe ich es nochmal in Moosgummi in Weiß ausgestanzt. Und auch nochmal aufgelegt auf eins von den Papieren. Weil ich mich hier jetzt doch etwas umentschieden hatte. Das sind zwar eigentlich Pflanzenteile, aber so von Weitem denkt man auch, man könnte man meinen, es sind Muscheln. Von daher, für mich sind das jetzt Muscheln. So, gerade nur kurz mal Kleber zu machen. So, und die zwei Sachen habe ich jetzt schon mal aufeinander geklebt. Da kommen jetzt noch so kleine Schüttelteilchen rein. Das wird quasi noch mal ein extra Schüttelelement. Das kommt dann irgendwie vorne drauf. Ich weiß noch nicht wie.
Und das habe ich jetzt, wie gesagt, also ich habe mir das Papier in 9,3 mal 14,3 zugeschnitten und habe es dann aufgelegt und markiert und geschnitten. Das ging jetzt einfacher und schneller. Das ist aus dem neuen Actionblock, wer es gerne wissen mag. So. Jetzt brauche ich noch. Was brauche ich noch? Ich brauche hier noch Papier. Ich war mir noch nicht sicher. Ich wollte erst mal gucken, wie ich dekoriere, bevor ich mich jetzt hier nochmal entscheide. Oder vielleicht mache ich hier das Dunkle. So, das ist so das normale Wasser und hier unten ist die Tiefsee. Nur was mache ich dann da oben? Himmel? Ja. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Also ich werde mir jetzt noch ein paar Sachen... Achso, die muss ich auch noch ausschneiden. Die kleinen Freunde hier. Ja, also ihr seht, ich habe noch ein bisschen was vorzubereiten. Ich weiß auch noch nicht, was ich hier reinfülle. Ich habe nämlich auch erfolgreich meinen ganzen Glitzer da drüben schon wieder zugestellt. Von daher, ich werde jetzt... Ich weiß auch noch nicht... Hinten lasse ich es, glaube ich, tatsächlich... Ja, oder? Würdet ihr hinten machen? Nee. Ist ja eigentlich nur so. Nee, ich mache das nur auf der Seite. Ja, also ich werde mir jetzt noch ein bisschen was überlegen. Ich habe ja auch noch die kleinen Kreise hier. Die wollte ich ja auch noch irgendwie benutzen. Und dann sehen wir uns gleich. So, ich bin jetzt hier. Ich habe erstmal meine restlichen Wasserpflanzen und den ganzen Kram rausgesucht und habe ein Stück weit schon festgeklebt. Also ich bin noch am Arrangieren, sagen wir es mal so. Ups. Ja. Ei, der Daus. Ja, also so irgendwie. Ich weiß auch ehrlich gesagt noch keinen Spruch dazu. Das wird jetzt wieder... Ne? Das wird jetzt wieder so ein bisschen... Vielleicht lasse ich ihn auch weg. Ich weiß es noch nicht. Es müsste ja irgendwas sein, was dazu passt. Das ist ja dann doch so ein bisschen verspielt. Verspielt und ja. Schütteln kann ich jetzt gerade nicht, weil das habe ich jetzt schon festgeklebt und das nicht. Ich bin, wie gesagt, noch dabei rauszufinden, wie ich was anrichte. Ja. Und dadurch, dass das jetzt wieder dauert und überall liegt Glitzer, weil ich wieder daneben geschüttelt habe, deswegen mache ich das halt jetzt so für mich. Ich muss dann auch erstmal den ganzen Glitzer hier wegkehren, der hier überall rumfliegt. Und ja, ich denke, wir werden uns dann mit der fertigen Karte gleich sehen. So, da sind wir schon wieder. Ja, mein Büchlein, oh, ich glaube, ich muss das Fenster zumachen, Moment. So, diese Baustelle raubt einen dem letzten Nerv. Die fangen morgens um 6:30 an und hören abends um 6:30, 7 gefühlt auf und machen Krach von morgens bis, also wirklich fast durchgängig. Haus abgerissen, neues Haus gerade am Aufbauen. Wunderbar. Ja. Egal. Was zeige ich dir am besten? Moment. Ich glaube, wir machen das mal wieder so. Da sieht man sie ganz gut. So, hier ist also meine Karte. Ich habe mir jetzt noch schnell eine Banderole drum gemacht, weil die ja doch ein bisschen aufspringt. So sieht sie aus. Ich habe jetzt hier noch hingeschrieben, Love your beautiful self. Und hier ist noch der Spruch, Embrace the beautiful mess that you are. Also das ist aus dem Tracy Hayes-Set. Das fand ich jetzt irgendwie, weil ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die Axolotl toll finden. Wobei die sind jetzt wirklich auch süß gezeichnet, ne? Aber so die echten, ja, also es gibt eine gewisse Liebhaberzahl, aber ich glaube, so viele
sind es dann nicht. Ich mag sie. Und deswegen, ich habe es aber auch extra so Ton in Ton gestempelt. Ah, das Holo ist. Holo ist noch vom letzten oder vorletzten Mal, hatten wir das doch auch noch als Aufgabe. hätte ich jetzt heute gleich wieder. Ja, und hier, achso, man sieht es nicht so gut, aber das war ja gewollt. Es soll ja so Tiefsee-Ausschnitt in die Tiefsee sein, wie auch immer. Auf jeden Fall haben meine Axolotl hier Spaß. So. Das ist die Miuri-Karte. Und jetzt habe ich schon wieder meinen Stift verbummelt. Hier. Oh, selbst durchs Fenster höre ich es. Also durchs Geschlossene. So, wir haben Miuri-Fold-Karte, rosa, hellblau, pastellig. Verlies, geheimnisvoll. Könnte man, aber lasse ich nochmal stehen. Stanze mit Kreisen habe ich benutzt. Für mich ist das auch eine Art maritimes Geschehen. Und der Kaffee mit Sahnehäubchen und die Unterwasserwelt. Ha! 1, 2, 3, 4 Kartenarten habe ich noch. Ja. Könnt wieder ein paar Vorschläge machen. Also Vorschläge in Richtung Farbkombis oder was halt mit drauf soll, ne? Weil Kartenarten würde ich erst noch abarbeiten. Beziehungsweise, naja, eigentlich könnt ihr die auch noch raushauen. Dann wird meine Liste wieder ein bisschen länger. So, dann ist die nächste Challenge an Ostern. Ho! Ich drehe sie ja am Samstag. Von daher sollte das kein Problem sein. Ja, ich hoffe, euch gefällt die Karte. Ich glaube, unter gewissen Umständen steht sie auch. Wenn es Plan liegen würde. Ich weiß es nicht. Das ist so, der Mittelpunkt muss ausbalanciert werden. Oder auch nicht. Gut, also es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man sie aufstellen möchte, sie irgendwo anzulehnen. Ach, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, das war die Challenge. Wie gesagt, ihr könnt ruhig alles kommentieren. Kartenarten, Farben, Zusätze, was auch immer euch so einfällt. Und wie gesagt, den Künstler von den Digi-Stamps werde ich unten versuchen zu verlinken. Draw Limon oder Draw Lyman. Wobei ich finde, Draw Limon klingt irgendwie besser. Also, falls du das Video sehen solltest, klär mich gerne auf. Und es tut mir leid, wenn ich es falsch gesagt habe. Aber ich verlinke es ja, von daher. Ne? Ich bin so verliebt in diese Stempel. Ich weiß auch nicht. Ich finde die so toll. Auch die Augen. Man kann in den Augen so tolle Effekte machen. Jetzt fällt mir gerade auf, was ich vergessen habe. Ich bin ja auch ein Dappes. Ich habe die. Das mache ich jetzt noch schnell. Moment. Ja, ich habe die ganzen Glanzpunkte vergessen. Ich bin so blöd. So, also jetzt nochmal mit. Es fällt ein bisschen auf. Je nachdem, Ja, ich sag mal, wie penibel man ist. Ich bin halt da leider etwas sehr penibel. Den blauen habe ich übrigens nicht benutzt. Eigentlich hätte ich ihn gern irgendwo hier noch gehabt, aber es war mir dann zu voll. Deswegen habe ich mich auf die rosanen beschränkt. Ja, so, jetzt aber. Ich hoffe, euch hat die Karte gefallen und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr sie findet. Und macht mir gerne auch noch ein paar Vorschläge. Ja, für Sonntag, ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Fühlt euch geherzt. Ciao.